Mahlzeit. Na, gechattet haben wir heute ja eine Menge. Aber, ja, was soll man sagen, ne? Schiedsrichter, VAR, was weiß ich, die hatten wohl einen Blackout oder was. Ich verstehe das ganze Zeug nicht mehr, ja. Bald können wir nach jedem Tor, braucht man erstmal gar nicht zu jubeln. Wird sowieso alles immer erstmal reklamiert, ja. Elfmeter werden gegeben für die Zecken. Fliege. Gestern, heute, Köln war auch ja irgendwas los. Aber ist mir eigentlich Latte. Schalke kriegt einen Elfmeter gegen sich. Das war ja wohl lächerlich. Absoluter Schwachsinn. Das einzig Gute ist, ich kann sagen, ja, wenn die so spielen in der Bundesliga wie im DFB-Pokal heute, könnte es auf jeden Fall hübscher aussehen. Schön wäre natürlich wenigstens irgendeinen anderen Stürmer zu haben als nur den Mattes. Na, der kriegt das alleine auch nicht gebacken, ja. Also er braucht schon ein bisschen Unterstützung. Aber anscheinend war das nicht so wichtig. Ja. Ansonsten waren wieder viele Fehlpässe dabei. Leider. Ralle kriegt jetzt doch hin, den Ball dann mal zum Spieler zu rollen oder zu kicken. Anstelle den einfach nur wahllos nach vorne zu pölen. Ja, selbst Uth hatte so 2, 3, 4 Sachen. Ne? Da ist der Ball auch angekommen. Harit auch ganz gut gespielt. So 2, 3 Situationen habe ich nur wieder am Kopf gepackt. Dass er da nicht abgibt. Ja. Wie gesagt, die Auswechslung. Ich nehme ja immer in Schutz. Auch wenn sich da... Ist ja scheißegal, ob ich den jetzt in Schutz nehme oder nicht. Wen stört's? Aber... ich weiß nicht, was. Also irgendwas ist mit dem Groß los. Oder er hat eine ganz, ja, vielleicht sagt er, was weiß ich, wir müssen uns einfach nur aufpassen, dass wir keine Verletzung kriegen und so weiter, bla 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 bla. Deswegen stellen wir verschiedene Spieler, die da was ändern könnten, nicht auf. Naja, mal gucken. Ich weiß es auch nicht. Irgendwie ist so. Pff. Auf der einen Seite scheiße, verloren. Auf der anderen Seite. Gegen den Tabellendritten. Naja, DFB-Pokal, ne? Das war unser Ticket nach Europa. ich weiß es auch nicht. Leute, ich sag einfach mal, ich bin viel zu müde, um hier aufzureden. Ich konnte um 4 Uhr nicht mehr pennen. War um 4:30 hier in der Bar. Hab ein bisschen was da rumgearbeitet und so. Gitarre gespielt. Ja, mich dann eigentlich aufs Spiel gefreut. Ja, hätte ich mir auch sparen können. Ja, okay. Naja, dann schauen wir mal, was am Wochenende passiert. Morgen bin ich jedenfalls wieder hier um 18:30 eurer Zeit. Wenn ihr Spökskes machen wollt, im Chat, auf Schalker Botschaft. Ich sammle noch Abonnements. Bald habe ich vielleicht 1000. Dann muss ich, YouTube dafür zahlen, dass Leute meine Sachen angucken. Ob sie es wert sind, weiß ich nicht. Aber ganz ehrlich, wenn einer 30.000 Zuschauer hat beim Kärtchenziehen bei FIFA, ja, dann habe ich eigentlich kein schlechtes Gewissen. Ne? Ja, okay. Ja gut, ich hau jetzt ab. Bin müde. Ess Hühnchen und gehe schön in eine Falle. Bis morgen dann. Tschüss und Glück auf. Den Rest kannst du in der Pfeife rauchen.